بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen, also gebet Allah dem Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, wie immer beginnen wir mit einer Wiederholung des vorangegangenen Kapitels, in dem wir folgende Dinge gelernt haben. Erstens einmal haben wir kennengelernt, was Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran und was er meinte mit dem Vers La taqum fihi abada, stell dich in ihr niemals hin. Und darüber haben wir ausführlich gesprochen. Zweitens haben wir kennengelernt, dass Sünde negative Auswirkungen auf diese Erde haben. Und ebenfalls auf der anderen Seite haben gute Taten positive Auswirkungen auf diese Erde. Und zum Beispiel, Sünde kann dazu führen, dass du einen bestimmten Gottesdienst nicht an einem bestimmten Ort tun darfst, wie wir kennengelernt haben, ein Ort, an dem die Mushrikin für jemand anderes opfern außer Allah. An diesem Ort ist es für uns verboten zu opfern. Und die Weisheit ist, haben wir gesagt, weil man dann den Götzendienern ähnelt. Und in Bezug auf das Gebet allerdings gilt das jetzt in diesem Fall nicht. Denn wir dürfen in einer Kirche unser Salah verrichten. Warum? Weil das Salah, was wir verrichten, anders ist als das Gebet der Christen. Wenn uns also jemand sehen würde, könnte er nicht denken, dass wir Christen sind, sondern wir beten unser Gebet nämlich auf eine andere Art und Weise, wie die Christen es tun. Und insofern gibt es hier keine Tashbih, es gibt hier keine Ähnlichkeit zwischen unserem Gebet und ihrem Gebet, sodass es deswegen verboten sein könnte. Ein anderes Beispiel, jetzt andersherum, ein Beispiel, wie gute Taten Auswirkungen haben, ist es uns überliefert worden, dass die Moscheen die besten Orte auf dieser Erde sind. Na, als drittes haben wir gelernt, dass wir, wenn uns etwas unklar ist, es versuchen, von jemandem zu erfahren, also dass wir jemanden fragen sollen, bei dem es für den diese Angelegenheit klar ist. Und so haben die Sahaba, oder hat dieser eine Sahabi radiallahu anhu, den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, ob er an diesem einen Ort dieses Gelübde ausführen darf oder nicht. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Angelegenheit klar gemacht und erklärt, unter welchen Bedingungen man an einem bestimmten Ort opfern darf und unter welchen Bedingungen man nicht opfern darf. Dann haben wir viertens kennengelernt, dass der Mufti, in diesem Fall der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachfragen soll oder muss, wenn die Frage nicht eindeutig ist oder wenn die Antwort auf die Frage abhängig ist von anderen Fragen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nachgefragt, wird an diesem Ort irgendein Eid gefeiert der Mushrikin oder wurde da irgendein Gott angebetet der Mushrikin oder wurde da geopfert für jemand anderes als die Mushrikin. Und erst dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die eigentliche Frage beantwortet. Und hier zeigt sich auch die Schlauheit des Mufti, ob er merkt, ob der Mustafti, der ihm die Frage stellt, auch tatsächlich weiß, was er meint. Und ob er tatsächlich auch die Frage so gestellt hat, sodass der Mufti eine hundertprozentige korrekte Antwort geben kann. Denn manche Leute, sie in ihren Fragen, wenn sie die Fragen stellen, erwähnen sie nicht alle Details. Und wenn der Mufti das merkt, dass er bestimmte Details nicht erwähnt hat, entweder unterschlagen hat oder einfach aus Unwissenheit nicht erwähnt hat oder vergessen hat, dann sollte oder muss der Mufti, wenn diese Details entscheidend sind, eben nachfragen. Und diese Schlauheit oder besser gesagt Erfahrung erhält er dadurch, dass er unter den Menschen ist und die Menschen kennen, die Menschen gut kennt und weiß, was sie mit ihren Fragen meinen. Dann fünftens haben wir kennengelernt, dass man durchaus ein Gelübde leisten darf, indem man einen bestimmten Ort definiert, indem man dieses Gelübde ausführen möchte. Und natürlich dies unter der Bedingung, dass
niemand irgendwie glaubt, dass das Opfern zum Beispiel an diesem Ort etwas Besonderes ist, eine Sunna wäre oder ähnliches, dann wäre es verboten. Ansonsten, wenn jemand ein Gelübde leistet, dass er an einem bestimmten Berg oder einem bestimmten Baum oder irgendwo einem bestimmten Ort ein Gelübde leistet, dass er dort ein Gelübde ausführt, dann ist es grundsätzlich erlaubt. Des Weiteren haben wir gelernt, dass man an einem Ort nicht schlachten darf, an dem ein Gott angebetet wurde, der Götter der Mischrikin. Und dadurch lernen wir auch, dass selbst wenn diese falsche Gottheit nicht mehr da ist, nicht mehr vorhanden ist, trotzdem darf man diesen Ort nicht mehr opfern. Und zwar aus Angst davor, nämlich dass vielleicht dieser Ort wieder zu einem heidnischen Ort, zu einem Ort des Götzendienstes, wiederbelebt wird. Denn wenn die Leute dann anfangen, wieder diesen Ort zu opfern, ist die Wahrscheinlichkeit groß oder besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen wieder denken, dass dieser Ort etwas Besonderes ist. Und siebtens, das gleiche gilt für ihre Feste. Wenn es dort ein Fest gab und es heute nicht mehr gibt, trotzdem darf man dann dort sein Tier nicht opfern. Denn Wallahu a'lam, warum opfert man? Wegen einem Fest. Oder warum, wenn man dort ein Fest gefeiert hat, das heißt, dort hat man dann Opfer dargebracht, Wallahu a'lam. Achtens, solch ein Gelübde führt man einfach nicht aus. Man darf es nicht ausführen, aufgrund der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man kein Nadr ausführen darf, das eine Ungehorsamkeit Allah gegenüber beinhaltet. Und neuntens, ein sehr wichtiger Punkt, wenn es darum geht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns verboten hat, dass wir den Mushrikin ähneln, dann ist das eine äußerliche Sache. Dann ist das eine äußerliche Sache. Das bedeutet, es ist verboten, etwas zu tun, was, wenn man dich äußerlich betrachtet, das so aussieht, als wärst du einer von ihnen. Und es geht nicht um die Absicht. Es geht nicht um die Niyyah. Die Niyyah spielt keine Rolle, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah gesagt hat. Wenn du äußerlich einem Mushrik ähnelst, dann ist das die verbotene Tat. Weil viele Leute sagen, ich habe eine andere Absicht, ich mache das nicht mit der Absicht, ist das zum Beispiel jetzt in diesem Fall, nehmen wir ein anderes Beispiel, ein heutiges realistisches Beispiel, ich mache das nicht mit der Absicht, dass es ein Weihnachtsgeschenk ist, und ich mache es mit der Absicht, dass es einfach eine nette Geste ist. Wenn du es aber dieses Geschenk zu dem Zeitpunkt gibst, wo die anderen Leute auch ihre Geschenke geben und diese Person, die das Geschenk bekommt, ein Christ ist, ja, dann ist das dann ähnelst du den Christen in diesem Moment, weil du das Geschenk zu diesem Zeitpunkt jemandem gegeben hast, der auch christliche Geschenke in Empfang nimmt. Und ebenfalls haben wir, wie gesagt, gelernt, dass man ein Gelübde, ein Nadr, nicht ausführen darf oder kann oder muss, als alle drei, wenn man es macht in Bezug auf eine Sache, die einem gar nicht gehört. Also, dass man zum Beispiel Allah verspricht, sein eigenes, nicht sein eigenes, indem man Allah subhanahu wa ta'ala verspricht, dass das Haus von der Person so und so ab jetzt ein Haus für die Waisenkinder ist. Ja, wenn dir das Haus nicht gehört, kannst du natürlich diesen Nadr nicht machen. Und das haben wir gesagt, solange man dieses Haus nicht besitzt, gesetzlich gesehen ist das. Gesetzlich gesehen gehört einem diese Sache nicht, deswegen kann man auch nicht den Nadr diesbezüglich ausführen. Und das gleiche, Qadaran, also wenn du überhaupt gar nicht die Möglichkeit hast, so etwas zu tun, dann natürlich auch brauchst du diesen Nadr nicht ausführen. Zum Beispiel, wenn du, wie wir erwähnt haben, ein Gelübde leistest für Allah, dass du alle Menschen, die zum Beispiel in der nächsten Stunde irgendwo auf der Welt ertrinken, dass du sie alle erretten wirst, diese Sache kannst du gar nicht ausführen. Also dieser Nadr tritt erst gar nicht in Kraft. Diese Nadr-Formen, wo man überhaupt gar nicht die Möglichkeit hat, es zu tun, oder es einem gesetzlich nicht gehört, oder die eine Sünde beinhalten, diese Nadr-Formen treten erst gar nicht in Kraft. Also man muss den Nadr gar nicht erst ausführen. Als hätte man es nicht gesagt. Als hätte man es nicht gesagt. Nun kommen wir zu einem neuen Kapitel, und zwar Babun min ash-Shirki an-Nadhru li ghayrillah. Das nächste Unterkapitel lautet: Zum Schirk gehört es, ein Gelübde zu leisten für jemanden anderes außer Allah.
Der Autor erwähnt jetzt erst einmal in der Erklärung, was damit gemeint ist. Gemeint ist, ein Gelübde zu leisten für jemand anderes außer Allah, ist zu sagen, zum Beispiel, ich verspreche für eine Person so und so ein Gelübde zu leisten, ein Nazr zu leisten. Oder für den Bewohner des Grabes so und so ein Gelübde zu leisten. Oder für Jibril so und so ein Gelübde zu leisten. Und bei all diesen Dingen versucht man dadurch, dieser Person näher zu kommen. Oder ähnliches. Also oder andere Personen, als die wir erwähnt haben. Der Unterschied zwischen dem, was wir jetzt erwähnen, und dem, was wir vorhin erwähnt haben, ist der folgende. Wenn ich ein Gelübde leiste für jemand anderes außer Allah, dann habe ich es gar nicht ihm erst gewidmet. Dann habe ich es ihm erst gar nicht gewidmet. Aber wenn ich ein Gelübde leiste für Allah und dabei sündige, dann habe ich es ihm gewidmet und sündige dabei. Das sind zwei verschiedene Sachen und zwei Dinge, die sehr unterschiedlich, also die überhaupt nicht dasselbe sind. Die überhaupt nicht dasselbe sind. Das eine ist Schirk und das andere muss nicht Schirk sein. Okay. Das gleiche ist zum Beispiel, ein weiteres Beispiel, wo man den Unterschied deutlich erkennen kann, ist, wenn man schwört. Man kann entweder schwören bei Allah, etwas Verbotenes zu tun. Dann hat man bei Allah geschwört. Das Schwören war richtig. Nur in Bezug auf was hat man geschwört? In Bezug auf etwas, was verboten ist. Und das ist verboten. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass man schwört bei jemand anderes außer Allah. Das ist wieder Schirk. Das ist wieder absolut haram. Wie zum Beispiel eine Person, die beim Propheten sallallahu alaihi wasallam schwört und sagt: Wan Nabi. Ich schwöre bei Propheten, dass ich das und das tun werde. Das ist Schirk. Und das ist das Gleiche, ebenso jetzt betragen unser Kapitel, eben das Nadr für jemand anderes außer Allah. Subhanahu wa ta'ala. Und diesbezüglich gibt es auch keine Kafara, keine Sühneleistung. Denn es ist eine Form des Schirk, bei der man Taube machen muss. Wie bei allen Formen des Schirk muss man Taube machen. Auch wenn man geschworen hat bei jemand anderes als Allah, muss man Taube machen. Und diese Form von Nadr tritt auch erst gar nicht erst in Kraft. Deswegen gibt es auch keine Kafara. Es ist so, als hätte man kein Nadr geleistet. Man hat einfach nur gesündigt. Das heißt nur, das ist eine schwere Sünde. Und dementsprechend darf man natürlich auch diesen Nadr nicht ausführen. Wenn man also Nadr gemacht hat für jemand anderes außer Allah, dann tritt dieser Nadr erst gar nicht in Kraft und es gibt auch keine Kafara, sondern muss Tauba machen. Wenn man allerdings Nadr gemacht hat für Allah und dabei gesündigt hat, dann muss man diesen Nadr, darf man diesen Nadr auf keinen Fall ausführen, und man muss eine Sühneleistung machen, und zwar wie wenn man geschworen hat. So, das erste, was der Autor des Buches erwähnt, ist ein Vers aus dem Koran oder ein Teil eines Verses aus dem Koran, Yufuna bin Nadri. Sie erfüllen ihre Gelübde oder sie erfüllen das Gelübde. Allah sagt das in Surah Al-Insan, Surah 76, Vers 7, auf der Seite 579. Hat er die Menschen gelobt, die ihre Gelübde erfüllen. Und dieser Vers weist darauf hin, dass es ein Gottesdienst ist. Ebenso die Aussage Allahs, damit es noch deutlicher wird, in Surat al-Hajj sagt Allah subhanahu wa ta'ala, auf der Seite 335, Surat al-Hajj, Surah 22, Vers 29, dass sie, hierauf sollen sie ihre Ungepflegtheit beenden, ihre Gelübde erfüllen. Und ihre Gelübde erfüllen. Wal-yufu nudhurahum. Und dieser Befehl Allah subhanahu wa ta'ala weist darauf hin, dass es ein Gottesdienst ist. Denn wie kommt man ins Paradies, indem man Gottesdienste verrichtet? Gottesdienst ist alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und wenn dies nun mal ein Gottesdienst ist, dann bedeutet es, wenn man es für jemand anderes widmet außer Allah, dann ist es eine Form des Schirk. Dann erwähnt der Autor als nächstes einen weiteren Vers aus dem Koran. Auf der Seite 46, Surat al-Baqarah, Surah Nummer 2, Vers 270.
Und was immer ihr an Spenden ausgibt, gebt oder als Gelübde gelobt, Allah weiß es. وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Und dieser Vers weist darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala teilt uns mit, dass jede Form von Gelübde, egal ob wir ein Gelübde für ihn geleistet haben oder jemand anderes geleistet haben, und egal ob wir gespendet haben für ihn oder für jemand anderes, Allah subhanahu wa ta'ala weiß darüber Bescheid. Und daraufhin sagt er, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Und die Ungerechten werden keine Helfer haben. Also Leute, die Nadhr machen für jemand anderes außer Allah, das sind die Ungerechten und sie werden keine Helfer haben. Und deswegen werden sie in die Hölle eingehen, weil sie eine Form von Schirk begangen haben. Wer einen Nadhr macht für jemand anderes außer Allah, das ist eine Form des großen Schirkes, zweifellos. Und je nachdem eben, ob das für Allah gemacht ist oder nicht, Allah weiß Bescheid und Allah wird dich dementsprechend dafür belohnen. Und dieser Vers weist wieder darauf hin, dass ein Nadhr ein Gottesdienst ist. Dann hat der Autor einen Hadith erwähnt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam: Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Den Hadith haben wir schon erwähnt und dieser Hadith bedeutet übersetzt: Wer ein Gelübde leistet, Allah zu gehorchen, dann soll er ihn gehorchen. Wer ein Gelübde leistet, Allah nicht zu gehorchen, dann soll er diese Ungehorsamkeit nicht umsetzen. Was bedeutet es, Allah subhanahu wa ta'ala zu gehorchen? Das bedeutet, wenn er etwas anordnet, dass man das tut, was er verlangt, und wenn er etwas verbietet, dass man eben die Sache, die er verboten hat, unterlässt. Und dieser Hadith weist auch darauf hin, dass egal welches Gelübde du geleistet hast, dass du es ausführen musst, wenn es halal ist. Und wir sollten wissen, dass das Gelübde leisten eine Sache ist, die nichts Gutes mit sich bringt, sondern nur aus jemandem, der geizig ist, wird etwas dann erzwungen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eigentlich ein Nadhr uns angeordnet, es zu unterlassen. Und deswegen haben manche Gelehrte es für haram erklärt. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah neigt auch zu dieser Ansicht, dass es eben haram ist. Und es gibt genug Beispiele für Menschen, die Nadhr geleistet haben und dann haben sie es bereut, weil sie es nicht ausführen konnten oder weil es zu anstrengend ist für sie. Was dieser Sache ähnelt, ist die folgende Vers aus dem Koran, Seite 356, im Surat al-Nur, Surah 24, Vers 53. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنْ. Und sie haben bei Allah ihren kräftigsten Eid geschworen, sie würden, wenn du ihnen befiehlst, ganz gewiss hinausziehen. قُلْ لَا تُقْسِمُوا. Sag, schwört nicht. Ta'atun ma'rufa. Euch obliegt nur Gehorsamkeit, geziemende Gehorsamkeit. Euch obliegt nur geziemende Gehorsamkeit. Und Leute, die ihren Nether, nur Leute, die viel Nether leisten, sie haben anscheinend wenig Gottvertrauen. Oder wenig Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Oder denken über Allah nicht so gut wie andere Menschen. Denn jemand, der Nadhr macht, ist so, als würde er zu Allah sagen, also besonders ein Nadhr al-Mu'allaq, der Nadhr, bei dem man sagt, wenn etwas geschieht, dann mache ich das und das für Allah. Als würde Allah subhanahu wa ta'ala einem diese gute Sache nicht geben, es sei denn, man gibt ihm etwas dafür. Und bei Allah ist das nicht der Fall. Allah subhanahu wa ta'ala gibt auch, wenn man von ihm nichts verlangt. Und das ist sogar meistens der Fall. Oder besser gesagt, fast immer der Fall. Jetzt könnte vielleicht eine Person folgende Sache aufwerfen und sagen, wenn Nether verboten ist, oder besser gesagt nicht verboten, sondern wenn man Nether nicht leisten sollte, weil es Makruh ist, wenn eine Person den Nether geleistet hat, wieso sagt man ihr dann, dass sie es ausführen soll? Die Antwort lautet, weil nur das Leisten von Nether ist verboten oder Makruh.
So, aber das Ausführen ist dementsprechend dann Pflicht, solange das Nether nichts Verbotenes beinhaltet hat. So, weil nun das Kapitel ein relativ kurzes Kapitel war, erwähnen wir jetzt auch gleich am Ende den Nutzen aus diesem Kapitel. Erstens einmal haben wir gelernt, dass man Nether, wenn es nichts Verbotenes beinhaltet, ausführen muss. Zweitens haben wir gelernt, dass Nether ein Gottesdienst ist, eine Ibadah ist. Und deswegen, wenn man es jemandem anderes widmet außer Allah, ist es Schirk. Und das ist ein Grundsatz. Jede Ibadah, die jemand anderes widmet außer Allah, das ist eine Form des Schirk. Drittens haben wir gelernt, dass man ein Nether, der eine Sünde beinhaltet, nicht ausführen darf. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer ein Gelübde leistet und dabei Allah gegenüber ungehorsam ist oder etwas, und dieses Gelübde beinhaltet etwas Ungehorsames, dann soll er Allah nicht ungehorsam gegenüber sein. Dann kommen wir zu einem neuen Kapitel. Im neuen Kapitel geht es um Min al-Shirki al-Isti'adhatu bi ghayrillah. Zum Schirk gehört es, Zuflucht zu nehmen bei jemandem anderes außer Allah. Und der Autor erwähnt als erstes einen Vers aus dem Koran: Wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa. Und zwar in Surat al-Jinn. In der 72. Sura, Vers Nummer 6, auf der Seite 572, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, und manche Männer von den Menschen pflegten Zuflucht zu nehmen bei einigen Männern von den Dschinn. Doch mehrten sie so bei ihnen die Furcht. Doch so mehrten sie so bei ihnen die Furcht. Die Überschrift lautete: Zum Schirk gehört es, Zuflucht zu nehmen bei jemand anderem außer Allah. Diese Überschrift ist nicht in allen Fällen korrekt, sondern müsste hinzufügen und sagen, zum Schirk gehört es, Zuflucht zu suchen bei jemand anderem außer Allah, wenn die Person, bei der du Zuflucht suchst, nicht dazu imstande ist. Wenn eine Person imstande ist, dir zu helfen oder dass du bei ihr Zuflucht nehmen kannst, dann darfst du bei dieser Person Zuflucht nehmen und Zuflucht suchen. Es war so, dass die Araber, wenn sie in der Jahiliyyah in einer Oase angekommen sind, haben sie laut ausgerufen gesagt: Wir suchen Zuflucht oder wir nehmen Zuflucht bei dem Führer dieses Wadis, dieser Oase, vor den Schwachsinnigen seines Volkes oder seines Stammes. Also als haben sie Zuflucht genommen bei manchen Dschinn vor anderen Dschinn. Das haben sie gemacht. Und dieser Vers beweist uns, dass es haram ist, Zuflucht zu nehmen bei den Dschinn. Weil es demjenigen, der Zuflucht sucht, nicht hilft, sondern im Gegenteil schadet. Das heißt, er hält genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich haben wollte. Und da Allah subhanahu wa ta'ala im Vers gesagt hat, dass einige Männer von den Menschen Zuflucht nahmen bei einigen Männern von den Dschinn, haben wir gelernt, dass es unter den Dschinn also auch Männer und Frauen gibt. Und es kann durchaus sein, dass ein Mann von den Dschinn mit einer Frau von den Menschen geschlechtlich verkehrt. Und ebenso andersherum. Es kann sein, dass ein Mann von den Menschen mit einem weiblichen Wesen von den Dschinn verkehrt. Und deswegen haben die Fuqaha, rahimahumullah, die Meinungsverschiedenheit darüber erwähnt, darüber, ob man von diesem Jima', von diesem Geschlechtsverkehr auch Ghusl machen muss oder nicht. Und deswegen sagen die Fuqaha, rahimahumullah, im Kapitel über Ghusl, wenn die Frau sagt, dass es ein Jinni ist, mit der sie verkehrt, dann muss sie Ghusl machen. Und wenn es ein Mann ist,
der mit einem weiblichen Djinnwesen verkehrt, dann sagen manche Gelehrte, dass man Ghusl machen muss. Der Mann also. Und der Gelehrte sagt in der Erklärung, dass er, also dass ein Mann mit einem, dass ein Mann der Menschen mit einem weiblichen Wesen der Djinn verkehrt, das wird erzählt. Allerdings hat er dies nicht gefunden unter den Worten der Gelehrten, sondern sind Geschichten, die erzählt werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Was wir auf jeden Fall allerdings glauben müssen, ist, dass es sie gibt und dass sie zur Rechenschaft gezogen werden, dass sie Verantwortung tragen und dass es unter ihnen rechtschaffene Dschinnis gibt und weniger rechtschaffene und dass unter ihnen also Muslime gibt und Frevler gibt und dass es unter ihnen Männer und Frauen gibt. Warum hat der Autor diesen Vers erwähnt, den wir erwähnt haben? Weil Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die Zuflucht nehmen bei jemand anderes außer Allah, hiermit kritisiert hat. Hiermit kritisiert hat. Und somit wissen wir, dass er eigentlich will, dass wir Zuflucht nehmen bei ihm, subhanahu wa ta'ala. Und dass es also eine Form des Schirk ist, es Zuflucht zu suchen bei jemand anderes außer bei Allah, wenn diese Person oder diese Sache nicht einem helfen kann. Nun hat der Autor uns, rahimahullah, ein Hadith erwähnt bei Sahih Muslim, wo uns Khawla bint Hakim radiallahu anha erzählt. Sie sagte: Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alayhi wa sallam folgendes sagen: Man nazala manzilan, faqala a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq, lam yadurruhu shay'un hatta yarhala min manzilihi dhalik. Sie sagte radiallahu anha: Ich hörte den Gesandten sallallahu alayhi wa sallam sagen: Wer an einem Ort ankommt oder sich an einem Ort niederlässt und sagt, ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs vor dem Übel, das er erschaffen hat, dann wird ihm an diesem Ort nichts schaden können, bis er diesen Ort wieder verlässt. Die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer sich an einem Ort niederlässt und das sagt, weist darauf hin, dass es um irgendeinen Ort geht. Sei es ein Ort, an dem man sich aufhalten möchte, für längere Zeit oder für kurze Zeit, in einem Land oder einer Stadt oder in einem Gebiet, wie dem auch sei, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Aussage offen gehalten oder allgemein gehalten. Was ist gemeint mit den vollkommenen Worten Allahs? Sie sind vollkommen in mehreren Hinsichten. Zum einen sind sie vollkommen in hinsichtlich der Wahrhaftigkeit. Was sie aussagen, ist hundertprozentig wahr. Und sie sind auch vollkommen in Bezug auf Gerechtigkeit in den Gesetzen. Die Worte Allahs verkünden uns vollkommene Gerechtigkeit in Bezug auf die Gesetze. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala auf der Seite 142 in Surat al-An'am, Surah Nummer 6, Vers 115: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Vollkommen ist das Wort deines Herrn in Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Also der Prophet sallallahu alaihi wa sallam brachte uns bei zu sagen, dass wenn man an einem Ort ankommt und geschützt sein möchte durch Allah subhanahu wa ta'ala, sagt man: A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs vor dem Übel, das er erschaffen hat. Und hier lernen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer ist von allem Guten, allem Schlechten. Doch das Schlechte ist nicht gemeint ist nicht mit dem Schlechten, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas schlecht gemacht hat. Überhaupt nicht. Sondern, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat, das Gute und das Schlechte. Und die Erschaffung des Guten und Schlechten, beides, gehört zur Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er also Gutes und Schlechtes erschaffen hat, beides gehört zur Weisheit Allahs und ist wiederum deswegen gut. Und das Schlechte tun wir, nicht Allah. Allah hat das Schlechte und Gute erschaffen und wir tun es. Und was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, kann man in drei Kategorien einteilen. Zum einen gibt es Dinge, die Allah erschaffen hat, die vollkommen schlecht sind und übel sind. Die vollkommen übel sind. Und zwar die Hölle und Iblis.
Also die Dinge an sich sind übel. Aber die Tatsache, dass Allah sie erschaffen hat, ist gut und gehört zu seiner Weisheit, subhanahu wa ta'ala. Dann gibt es Dinge, die vollkommen gut sind, wie das Paradies und die Gesandten und die Engel. Dann gibt es Dinge, in denen es Gutes gibt und Schlechtes gibt, wie die Menschen, die Dschinn und die Tiere. Und wenn du Zuflucht suchst bei Allah subhanahu wa ta'ala, oder bei seinen Worten vor einer üblen Sache, dann suchst du Zuflucht vor der üblen Sache, die in dieser Schöpfung drin steckt. Wenn du also diesen Dua sprichst, dann wird dir nichts Schlechtes passieren, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat, versprochen hat. Und er hat es gesagt, deswegen stimmt es auch. Deswegen, wenn solch eine Sache dann tatsächlich, wenn trotzdem einer Schaden erlangen sollte, oder wenn man zum Beispiel die Fatiha liest, einem Kranken vorliest, sodass er dadurch geheilt wird, und der Kranke wird dadurch trotzdem nicht geheilt, dann liegt das nicht daran, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas gesagt hat, was nicht stimmt, hascha, sondern es liegt daran, dass es eine Ursache gibt, die davon abhält, dass diese Fatiha, die man gelesen hat, ein Heilmittel ist für die Person. Denn du musst bestimmte Voraussetzungen erfüllen, oder bestimmte Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit diese Person auch geheilt wird. Zum Beispiel, oder das Gleiche gilt für das Sagen von Bismillah vor dem Geschlechtsverkehr. Wenn man das sagt, dann wird der Shaitan diesem Kind nicht schaden können. Und trotzdem kann es sein, dass die Person tatsächlich trotzdem Schaden trägt vom Shaitan. Der Grund ist nicht, dass die Tasmiyah, das Sagen von Bismillah, nichts genutzt hat, sondern der Grund ist, dass es eine andere Ursache gibt, die davon abhält. Und das ist deine Aufgabe als Mensch, dass du eben dieser Sache aus dem Weg gehst. Und Al-Qurtubi rahimahullah sagte: Ich habe dies ausprobiert. Und eines Tages habe ich dann vergessen, diesen Dua zu sprechen. Und ich bin in mein Haus eingetreten und dann hat mich ein Skorpion gebissen. Nun, die Frage, die man sich natürlich stellt jetzt: Der Autor hat doch in der Überschrift gesagt, zum Schirk gehört es, Zuflucht zu ersuchen oder Zuflucht zu nehmen bei jemand anders außer Allah. Jetzt suchen wir Zuflucht bei den Worten Allahs. Die Antwort darauf ist ganz einfach, dass die Worte Allahs sind eine Eigenschaft der Eigenschaften Allahs. Und deswegen haben die Gelehrten diesen Hadith auch als Beweis gebracht, dass die Worte Allahs unerschaffen sind. Denn man darf ja nicht bei etwas Erschaffenem Zuflucht suchen, sondern nur bei Allah subhanahu wa ta'ala, dem Unerschaffenen. Und seine Worte sind ebenfalls unerschaffen, also darf man bei Allah und seinen Worten, all seinen Eigenschaften, Zuflucht suchen. Und deswegen hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith bei Muslim Zuflucht gesucht bei der Izzah von Allah subhanahu wa ta'ala und vor seiner und bei seiner Macht, vor seiner Erhabenheit. Und bei seiner Macht hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Zuflucht gesucht vor dem Übel, das er vorfindet. Dies ist auch ein Beweis dafür, dass die Eigenschaften Allahs unerschaffen sind. Und dementsprechend darf man bei einer Ayah schwören. Man darf sagen: Ich schwöre bei Surat al-Baqarah und ähnliches. Was man allerdings nicht darf, ist, dass man schwört bei einer Ayah im Sinne von, dass die Ayah ein Wunder ist. Denn Ayah im Arabischen kann bedeuten ein Vers aus dem Koran und kann auch bedeuten eine Mu'jiza, ein Wunder. Und bei den Wundern darf man nicht schwören, aber bei den Ayat aus dem Koran darf man schwören. Das Zuflucht nehmen bei jemandem anderes außer Allah, also bei etwas Erschaffenem, ist grundsätzlich gesehen nicht haram oder halal, sondern kommt auf den Fall an. Wenn man also bei jemandem Zuflucht sucht, der imstande ist, dir Beistand zu leisten, dir zu helfen, dir Zuflucht zu gewähren, dann ist das halal und erlaubt und unproblematisch. Wenn es allerdings er nicht imstande ist, das zu tun, dann ist es eine Form des Schirk. Wie die Leute, die von toten Menschen Zuflucht, bei zu, toten Menschen Zuflucht suchen und sie darum bitten, dass sie ihnen helfen. Das ist eine Form des großen Schirk. Und der Beweis dafür, dass es erlaubt ist, Zuflucht zu suchen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Sahih Muslim gesagt hat:
als er über die Fitan gesprochen hat, über die Katastrophen, die geschehen werden. فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ مَلْجَأً فَلْيُعِذْ بِهِ. Wer also irgendwie einen Ausweg findet, der soll dann bei diesem Ausweg Zuflucht nehmen. Der soll bei diesem Ausweg Zuflucht nehmen. Und ebenso ist überliefert in mehr als einem Hadith, dass entweder jemand beim Propheten sallallahu alaihi wasallam Zuflucht gesucht hat oder ein Sahabi bei jemand anderes oder etwas ähnliches wie das. Das ist also alles eine erlaubte Form von Zuflucht zu suchen. Wäre diese Sache nicht überliefert worden, würden wir sagen allgemein, dass es haram ist, bei jemand anderes Zuflucht zu suchen, außer bei Allah. والله تعالى أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين